So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Lego Star Wars, die komplette Saga. Im letzten Part haben wir den vierten Film zu 100% abgeschlossen und nun geht es weiter mit dem fünften Film. Erstmal in der Schlacht auf Hoth, wo ich ja schon ein Minikit aus Versehen eingesammelt habe, aber ich habe euch das natürlich wieder reingeschnitten. Genau, das erste Minikit bekommt ihr, wenn ihr die AT-STs, glaube ich, alle so auf diese Weise mit dem Seil umwerft quasi, also wenn ihr 10 davon umwerft, dann bekommt ihr im ersten Gebiet gleich ein Minikit. Relativ so am Ende des ersten Gebiets ist auch hinter so einer Mauer noch ein Minikit versteckt. Und am Anfang dieses ersten Gebiets ist diese Tür, wo ihr nur mit einem T-Fighter durchkommt. Dort ist dann am Ende des Ganges sozusagen ein Minikit. Da müsst ihr euch eine Bombe aus dem vorherigen Gebiet, also aus dem Gebiet dabei raussammeln und dann und damit hinter die T-Fighter-Tür fliegen, um dann in diese Höhle reinzukommen. In dieser Höhle gibt es auch ein Minikit, was ich aber erst relativ spät gecheckt habe, deswegen, ja gut, ein Schnitt fällt euch eh nicht auf, aber ja, deswegen ist das gleich das letzte Minikit, glaube ich. Ihr müsst ja einfach nur alles abschießen, was ihr könnt quasi, also halt alle Gegner abschießen, damit ihr ein weiteres Minikit bekommen könnt. Nur ich habe das nicht gecheckt halt, ja, aber dann erscheint ein Minikit auf jeden Fall, oder das ist das neunte, wie auch immer, genau, weil ich noch irgendeins übersehen habe. Dann im zweiten Gebiet ist wieder eine T-Fighter-Tür. Ja, da könnt ihr dann einfach mit einer Bombe durch die Höhle durchfliegen, beziehungsweise die Bombe braucht ihr erst später. In der Höhle selber ist auch noch ein Minikit. Genau, gar nicht mal so schwer zu entdecken. Dann am Ende der Höhle, am Ende des Ganges befindet sich auch noch ein weiteres Minikit. Und danach braucht ihr dann eine Bombe für den roten Stein in diesem Gebiet. Genau. Ja, da ist ein Minikit hinter. Genau. Und dann holt ihr euch die Bombe aus dem vorherigen Gebiet, also vor dem Tunnel quasi. Und dann fliegt ihr ans Ende des Gebiets, damit ihr diesen roten Stein euer eigen nennen könnt. Ja, gar nicht mal so schwer. Bloß ihr müsst halt aufpassen, dass ihr euch von nichts erwischen lasst, beziehungsweise ja, ihr nicht drauf geht. Genau, das nächste Minikit gibt es wieder für 10 AT-STs umwerfen mit dem Seil. Gibt ein weiteres Minikit. Relativ einfach. Dann weiterhin in dem Gebiet, so in dieser Mulde da, bekommt ihr auch ein Minikit. Und dann in den letzten Gebieten sind natürlich in diesen Kästen sozusagen, ja, zwei Minikits versteckt. Dann solltet ihr alle haben. Die Selbstzerstörung wurde freigeschaltet, was auch immer die bringen mag. Ich habe keinerlei Ahnung. Ich wüsste auch nicht, was bringen soll, sich selbst zu zerstören. Aber naja, das finden wir irgendwann schon alles heraus noch, würde ich sagen. Genau. Das Minikit ist, glaube ich, hier ein AT-AT, ne? Ja, müsste sein. Ja, ist ein AT-AT. So heißen die doch, oder? Ich glaube, die Kleinen heißen AT-ST und die Großen heißen AT-AT. War es richtig? Ist auch wurscht. Ist ja auch wurscht. Und ich habe natürlich die Unbesiegbarkeit und sowas angeschalten. Habe ich ja schon im vorherigen Part gesagt. Weiß gar nicht, ob ich Stats mal 2 auch angeschalten habe. Nee, ich glaube noch nicht. Hätte ich auch machen können. Aber ich mache das erst in diesem. Irgendwann mache ich das auf jeden Fall. Ich auf jeden Fall ein paar Stats freigeschalten. Genau, das erste Minikit in diesem Level bekommt ihr, indem ihr gleich am Anfang diese, ja, 4 Telefone zusammensetzt quasi. Und dann bekommt ihr auch schon ein Minikit. Weiter vorne in dem Raum ist noch ein Bonus, ein kleiner Bonus, halt, falls ihr ein paar Stats sammeln müsst. Dann dort, wo die sich der Weg gabelt in so 3 Abteilungen quasi, geht ihr erstmal den rechten Weg. Dort könnt ihr dann das da zusammenbasteln. Das wird später noch wichtig für ein weiteres Minikit. Aber erstmal holen wir uns in diesem Raum selber noch ein Minikit. Auf der rechten Seite so ein bisschen. Genau, hier seht ihr auch wieder doppelte Punktezonen. Dann müsst ihr die Weichen verstellen, damit dieses Gefährt sozusagen wegfahren kann. Und euch dort hinten den Weg freimacht. Das wird dann wichtig für ein weiteres Minikit. Ein relativ langatmiges Minikit. Also ich habe da auch nicht viel rausschneiden können. Weil ihr ungefähr wissen müsst, was ihr tun müsst. Also ihr müsst natürlich erstmal hier diese Dinger. Ja, toll. Genau das müsst ihr machen. Nein. Das hätte ich vielleicht ein bisschen rausschneiden können, aber macht ja nichts. Ihr müsst auf jeden Fall diese silbernen Dinger zerstören, um dann letzten Endes was freizuschalten, was ihr zusammenbauen könnt, um die Skelett dort im Hintergrund aufzutauen. Genau, jetzt fange ich damit auch an. Mache ich bei beiden. Da muss man das aufbauen dann, beziehungsweise ich sammle natürlich noch Stats, weil ich hier natürlich noch nicht den Verdoppler oder Versechsfacher oder was auch immer anhabe. Genau, dann bastelt ihr das zusammen auf jeden Fall. Tut mir leid, dass das ein bisschen, hätte ich vielleicht ein bisschen mal rausschneiden können, aber ist jetzt auch zu spät. Und falls ich mich etwas verschnupft oder so anhören sollte oder ein bisschen leiser rede, liegt es daran, dass ich ein bisschen erkältet bin.
Aber es geht langsam zurück, von daher dachte ich mir so, ja, ich könnte jetzt mal aufnehmen. Genau, erstmal müsst ihr Obi-Wan verprügeln, um dann den nächsten freizuschalten. Nein, ihr müsst Obi-Wan nicht verprügeln, aber ja, dann müsst ihr die Skelette aufbauen auf jeden Fall. Und die Skelette helfen euch dann natürlich, die Schalter zu aktivieren. Genau. Und wenn ihr alle 4 Schalter aktiviert habt, dann bekommt ihr ein weiteres Minikit. Gar nicht mal so schwer. Sehr, sehr schön. So, das nächste Minikit. Ich weiß nicht, ob man es anders machen kann, aber in diesem Raum mit den Schiebeflächen, da ist so in der Mitte ein Minikit. Ich weiß nicht, ob man es anders machen kann, aber wenn nicht, dann könnt ihr euch dieses Minikit eventuell verbauen. Genau, weiter in dem Raum, dort ist dann natürlich dieses Schießgewehr sozusagen. Damit könnt ihr dann gleich was freischalten noch, das seht ihr gleich. Genau, da so ein bisschen nach rechts schießen und dort ist dann ein weiteres Minikit versteckt. Ihr seht das Minikit sogar schon, aber ihr kommt halt nicht ran, weil ihr es nicht normal zerstören könnt. Genau, da müsst ihr auf der linken Seite so einen Schneemann zusammenbasteln, damit ihr dort eine weitere Kiste hinschieben könnt. Und da rate ich euch, probiert ein bisschen rum, weil diese Kiste braucht am Ende relativ viel Präzision. Da habe ich unglaublich lange gebraucht und habe da relativ viel rumgeeiert, deswegen kommt auch gleich ein Screenswitch. Genau. Müsst halt relativ genau sein, um das da reinzuschieben. Aber oben erwartet euch dann ein Minikit als Belohnung. Ein weiteres Minikit, was ich verpasst habe in diesem Gebiet, ist relativ weiter vorne in dem Gebiet. Da müsst ihr dann so eine R2-D2-Tür öffnen. Ja, ist ein bisschen versteckt, aber nicht so schwer eigentlich. Man hätte es finden können, aber ich bin doof. Genau. Ihr könnt ja dann erstmal alle die Angeln zerstören. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Schlitten zusammenbasteln müsst. Ich glaube sogar nicht, aber ich habe es einfach gemacht. Denn in dem linken Loch, wo der eine drin geangelt hat, dort ist ein, ist das Minikit dann versteckt. Ihr seht das schon durch den Boden hindurch. Man hätte wahrscheinlich den Schlitten nicht zusammenbasteln müssen. Hab's trotzdem getan. Konnte ich ja nicht wissen. Aber gut. Genau. Ein weiteres Minikit gibt es dann, wenn ihr das aus dem Loch holt und es dann einsammelt und zusammenbastelt. Genau, jetzt sind wir in so einem, ja, in so einem Geheimgebiet, also so eine C3P-Uhrtür. Wenn ihr irgendwann so eine C3P-Uhrtür ein bisschen weiter hinten findet, dann kommt in diesen kleinen Raum hier, wo es ein weiteres Minikit geben sollte. War es ein Minikit oder was? Ne, es war ein Minikit, okay. Ich habe gerade überlegt, ob es vielleicht doch der rote Stein war. Genau, einfach das zusammenbasteln und dann wird auch schon das Minikit freigelegt. Relativ simpel, würde ich mal behaupten. Genau, dann kommt jetzt eine relativ böse Stelle, weil ihr hier wirklich präzise sein müsst mit dem Springen. Ich würde euch einfach raten, irgendwie einen der Schweben kann zu nehmen. Also halt, soweit ihr das hier zusammengebastelt habt mit Darth Vader oder ein Sith eurer Wahl. Nehmt einfach einen, der schweben kann. Dann geht ihr dort hoch. Dann könnt ihr euch entscheiden, rechts oder links. Rechts wird später auf jeden Fall noch wichtig. Beide Türen sind wichtig. Ja, ich habe mich erstmal für die linke Tür entschieden. Dort kommt ihr dann an ein weiteres Minikit auf normalem Wege. Genau, indem ihr durch diese Kuppel hier geht und dann mit einem Ewok oder einem kleinen Charakter eurer Wahl dorthin durchgeht. Ich weiß nicht, wieso manchmal Soundbugs bei den Ewoks kommen. Keine Ahnung. Genau, jetzt sind wir auf der rechten Seite. Und dort müsst ihr einmal die 2 Hebel so lange ziehen, bis dort das Roulette sich richtig entscheidet. Einmal ist es dann wichtig im letzten Gebiet für ein Minikit und einmal für einen roten Stein. Ich habe gleich beides gemacht, weil es wäre schwachsinnig gewesen, das euch so reinzuschneiden, dass ihr das nicht machen könnt, also halt, ja, genau. Der rote Stein ist natürlich dann in der hinteren Tür. Sehr, sehr schön. Freigeschaltet wurde schnelles Bauen, sehr, sehr nützlich eigentlich. Habe ich aber nicht freigeschaltet bisher, also habe ich nicht gekauft. Genau, Waren Jedi ist, ja, machbar. Machbar würde ich sagen. Ihr findet hier viele doppelte Punktezonen und viele Stats eigentlich. Also sollte das kein Problem sein, selbst ohne ein Vielfaches von den Stats zu bekommen. Und wenn ihr Probleme damit habt, dann kauft euch einfach das Vielfach von den Stats. Solltet, wenn ihr nicht gerade was anderes gekauft haben, habt genug davon haben. Sonst fahrt ein paar Mal das Podrennen, da gibt es relativ viel Geld, da könnt ihr relativ viel farmen. Genau, das dritte Level ist der Falkenflug. Mal wieder ein Fahrzeuglevel, in dem ihr sowieso den T-Fighter braucht. Ihr braucht in fast jedem Fahrzeuglevel den T-Fighter. Genau, relativ am Anfang sind direkt 2 Minikits, wenn mich nicht alles täuscht. Eins ist dort hinter dem ersten Schiff, das habe ich relativ spät gesehen. Und der rote Stein ist ja auch gleich in dem Gebiet, das so hinter dem letzten Schiff so ein bisschen versteckt. Genau. Okay, es war nur ein Minikit im ersten Bereich, okay. Na gut, dann müsst ihr auf jeden Fall irgendwann, kommt dann so eine T-Fighter-Tür. Dort müsst ihr dann Bomben hin und her ziehen.
Genau, das an zwei Stellen gleichermaßen. Und diese Bomben sind unglaublich ätzend zu kontrollieren, von daher, ja, habe ich euch meinen besten Versuch reingeschnitten. Dann eins, was eigentlich sehr offensichtlich auf dem Weg liegt, solltet ihr auf jeden Fall sehen. Noch eins, was auf dem Weg liegt. Also, es liegen auch einige auf dem Weg natürlich. Genau, da müsst ihr hier mit Torpedos an zwei Stellen reinschießen. Dann erhaltet ihr die nächsten Minikits. Genau, und dann ein fieses Minikit, weil man das vorher noch nicht so hatte. Ja, seht ihr gleich. Ja, okay. Erstmal auf der linken Seite von diesem Krater ist auch noch eine T-Fighter-Tür. Dort könnt ihr auch nochmal mit einem Torpedo reinschießen. Und dann ein weiteres Minikit in diesem Gebiet ist, wenn ihr in dieses große, etwas größere Loch fliegt. Und dort dann einfach bis zum Ende des Weges fliegt. Das wusste ich tatsächlich nicht, das musste ich nachgucken. Aber ich weiß nicht, wie ich darauf hätte kommen sollen. Ja, weiß ich nicht. Kommen wir jetzt nicht unbedingt sofort drauf, würde ich mal behaupten. Genau, und dort ist dann so ein Behältnis, wo ein weiteres Minikit ist. So, das nächste Minikit gibt es, wenn ihr diesen Asteroiden zerstört. Ja, kein Problem eigentlich, müsst ihr nur suchen. Und dann schaltet ihr das Vierfache der Punktzahl frei. Auch wieder ein sehr nützlicher roter Stein natürlich. Ja, Variety ist in Fahrzeugleveln meistens sowas von kein Problem. Genau, dann das Minikit. Ja, es gibt ein, zwei fiese Stellen, aber ist okay. Das ist, glaube ich, der umgebaute T-Fighter von Darth Vader oder so. Oder ist es ein normaler T-Fighter? Ich weiß es gar nicht genau. Wir gucken uns das am Ende ja alles noch ein bisschen an. Ah, so nicht das Ding. Genau, den waren Jedi. Und das Minikit geben natürlich jeweils einen goldenen Stein. Sehr, sehr schön. Dann als nächstes, welches Level kommt jetzt? Ach, Dagobah, genau. Das, wo ihr Yoda trefft dann mit Luke im regulären Spielverlauf. Gleich am Anfang, im Anfangsgebiet, müsst ihr hier Kisten stapeln und dann könnt ihr dort hinaufspringen. Drei Kisten an der Zahl. Ja, das dauert manchmal ein bisschen, bis ihr die Kisten richtig stapeln könnt. Dann springt ihr da einfach rauf mit Jar Jar Binks. Dann könnt ihr hinüberfliegen mit Jango, Boba oder R2-D2, wie auch immer. Wenn ihr weiter im Vordergrund fliegt, dann findet ihr eine Insel mit relativ vielen Stats, nur zu, sozusagen. Dann ein bisschen weiter im Gebiet kommt ihr dann auch an den roten Stein, wenn ihr diese Darth Vader Bäumchen wegmacht und dann in diesem Gebiet hier, genau, dieses Fahrzeug gleich freilegt, einen kleinen Traktor freilegt. Und damit müsst ihr dann die Bahn abfahren. Genau, ihr fahrt einfach diese Bahn ab, indem ihr über die roten Pünktchen, also ihr müsst über die roten Punkte fahren, damit es einen roten Stein geben kann. Ist ein bisschen schwer, also vielleicht schafft ihr es nicht in der ersten Runde, aber einfach immer wieder fahren. Möglichst wenig anecken, dann schafft ihr es auch früher oder später. Könnt natürlich auch mal einen auslassen, dann fahrt ihr einfach normal die Runde. Genau, ist nicht das Problem eigentlich. Gut, ich schaff's auch nicht direkt auf Anhieb, deswegen nochmal eine halbe Ehrenrunde sozusagen. Wahrscheinlich habe ich irgendeinen ausgelassen und da war an irgendeiner Stelle zu lahmarschig, wie auch immer. Aber irgendwann werdet ihr den roten Stein schon freischalten können. Sollte nicht das allergrößte Problem darstellen. Genau, wo ging es jetzt weiter? Genau, dann in dem Gebiet, wo ihr zu Yodas Haus kommt. Dort ist dann so relativ offensichtlich so eine Kiste versteckt, die müsst ihr einfach abschießen. Und dann, da bei Yodas Haus direkt daneben ist auf der rechten Seite quasi dieses Floß, also diese Darth Vader Kiste, wo ihr dann mit dem Floß, zusammenbauen könnt und dort hinüberfliegen könnt. Dort gibt es dann am Ende des Ganges eine Höhle, beziehungsweise ein verbarrikadiertes Minikit, das ihr einfach mit dem Kopfgeldjäger bekommen könnt. Nicht das allergrößte Problem. Genau, in Yodas Hütte selber gibt es auch was, da müsst ihr einen kleinen Charakter daneben. Mit ihm, der reinkommt, R2-D2 geht auch, und da einfach den Fernseher zerstören. Ihr könnt auch Yodas Inneneinrichtung zerstören, das bringt relativ viele Stats und hilft euch beim wahren Jedi. Ja, dann dieses Gebiet, wo ich in meinem Story-Verlauf nicht wirklich weiterkam oder ewig gehangen habe. Dort sind ja diese drei Behältnisse, Bunker, wie auch immer. Die müsst ihr einfach nur zerstören. Ihr hört die ganze Zeit Jar Jar Binks im Hintergrund schreien. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr die drei Bunker geöffnet habt. Das geht nur mit Bomben, glaube ich. Bekommt ihr ein weiteres Minikit. Dann weiter im Kontext. Dieses Minikit seht ihr eigentlich sehr offensichtlich. Einfach, ja, das machen, was ich gerade gemacht habe. Denn kurz bevor ihr auf Darth Vader trefft, wo ich Darth Vader spiele, könnt ihr diese Brücke zusammenbauen. Das geht nur mit dunkler Macht. Mit der dunklen Seite der Macht. Und dort am Ende ist dann wieder was für
ein Bäumchen zu tun. Genau, dort könnt ihr etwas weiteres zusammenbasteln. Ja, was auch immer ich da tue. Manchmal weiß ich es doch selber nicht. Und dann könnt ihr euch dort hochhangeln, um ein weiteres Minikit zu ergattern. Relativ einfach. Genau, dann irgendwann seht ihr sowieso so eine kleine Luke. Da müsst ihr dann hindurch. Dann könnt ihr das Minikit runterschießen. Ich weiß nicht, ob es mit normalen Schüssen ging. Ja doch, es ging mit normalen Schüssen, genau. Braucht keine Bombe dazu. Genau, das müsste in dem Gebiet sein, kurz bevor ihr Darth Vader wirklich trefft. Nee, doch nicht. Hier ist das Gebiet, bevor ihr Darth Vader trefft. Das ist, da könnt ihr euch aussuchen, welchen Weg. Ihr müsst den rechten Weg gehen, um zu diesem Minikit zu kommen. Genau, ihr könnt, glaube ich, links oder rechts gehen. Da ist so eine Weggabelung und kurz danach kommt ihr dann zu Darth Vader wirklich. So, genau. Und dann einfach, ja, rüberfliegen. Das letzte Minikit ist nach Darth Vader, nach dem Darth Vader Gebiet. Ja, auch sehr offensichtlich, was zu tun ist, beziehungsweise einfach mal einen kleinen Charakter nehmen, dann rüberfliegen. Und dann schaltet sich das letzte Minikit noch nicht direkt frei, sondern ihr müsst erstmal das hier zerstören und dann, beziehungsweise das hier zusammenbasteln. Am besten die Fledermäuse immer gleich wegzerstören, damit die euch nicht großartig nerven. Dann könnt ihr euch hochziehen. Und dieses Minikit schnappen. Sehr, sehr schön. Ja, als roten Stein gibt es Herzen regenerieren. Ja, kann nützlich sein, wenn man nicht schon die Unbesiegbarkeit hat. Sonst geht so. Ne? Varedi ist ja, wenn ihr die doppelte Punktzone in Yodas Haus ausnutzt, relativ easy. Würde ich mal behaupten. Ja, doch. Würde ich schon sagen. Genau. Das Minikit ist ein Jedi Starfighter. Keine Ahnung. Ich weiß es doch nicht. Dieses Minikit, was, dieses Raumschiff, was ihr am Ende dieser Sequenz eigentlich rausziehen müsst quasi. Genau, den wahren Jedi muss ich hier sogar eventuell nachholen. Kann sein. Ist auch wurscht. Das nächste Minikit, das nächste Level ist dann gefangen in der Wolkenstadt. Auch ein, ja, simples Level. Der rote Stein ist gleich im Anfangsgebiet. Einfach rüberfliegen, wo ihr sowieso mit R2D2 hin müsst und dann das zerstören. Dann auch gleich im Anfangsgebiet einfach, ja, hinter die Mauer fliegen quasi. Ich weiß nicht, ob es noch einen anderen Weg gibt, aber ich glaube nicht. Dann im Inneren ist irgendwann eine Kopfgeldjäger-Tür. Einfach mit Boba Fett öffnen oder Jango Fett, wie auch immer. Genau, dann müsst ihr in diesem Gebiet, wo Darth Vader einst war, einfach mal einen Klonkrieger versenken. Also erst müsst ihr dieses rote da auf der linken Seite öffnen. Dann geht ihr in den Kran und versenkt dort bitte einen Klonkrieger, einen Sturmtruppler. Verzeihung, ich weiß, dass Klonkrieger nicht richtig ist. Darauf hat mich der liebe Captain Rigo freundlicherweise hingewiesen. Genau, dann wenn ihr Darth Vader verfolgt, werdet ihr irgendwann auf diese Sequenz hier stoßen. Gar kein Problem eigentlich. Immer weiter. Also bei der Sequenz, wo ihr Darth Vader verfolgt, gibt es relativ viele Minikits. Dort auch nochmal eins. Genau, dann in dem Gebiet, wo ihr gegen Darth Vader noch einmal kämpfen müsst, einfach durch die Luke krabbeln und das Minikit sichern. So, dann wo das Fenster ist, da einfach eine Bombe draufwerfen. Das geht nicht so präzise, aber es reicht, wenn ihr sie darüber befördert habt sozusagen. Dann, wenn ihr Darth Vader nochmal zum letzten Mal verfolgt, dann ja, sind die Minikits relativ simpel. Einmal, wenn ihr direkt rauskommt, dann einmal unter dem Fenster. Und das letzte Minikit gibt es bei dieser Tür hier auf der Brücke, vor der Brücke sozusagen. Gar kein Problem. Sechsfache Punktzahl ist hier das, der rote Stein. Sehr, sehr nützlich. Würde ich euch empfehlen zu kaufen, wenn ihr genügend Geld habt. Ich würde es euch sowieso empfehlen, so auf sechsfache Punktzahl oder sowas zu sparen, bevor ihr erst zweifache und dann bla 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 holt. Ja, würde ich euch halt empfehlen. Genau. Die Minikits waren hier sehr simpel, fand ich. Der wahre Jedi war hier okay, glaube ich. Nicht allzu schwer. Ja, es ging, glaube ich. Es ging. Also man hatte viele Möglichkeiten, hier was zu bekommen. So, und das letzte Level müsste dann gewesen sein, Verrat über Bespin, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Hier gibt es ein Minikit, was ein bisschen über dem Weg verstreut ist, sozusagen. Genau. Ja, relativ am Anfang ist gleich eine C3PO-Tür. Dort einfach mal öffnen und dann macht ihr schon. Dann bei so einer R2D2-Tür ist auch wieder was. Dahinter ist dann, ja, dass ihr versteckt. Einfach dann diesen Weg gehen. Ja, genau. Hier müsst ihr ein bisschen mit eurem Teamkollegen zusammenarbeiten. Der eine muss das dann noch runterholen und der andere kann dann hinaufspringen. Nicht das Problem.
Genau, dann in diesem einen Raum, wo ihr Boba Fett besiegen müsst, angreifen könnt, ist auch ein Minikit unter dieser Helix sozusagen. Genau, ihr habt da auf der linken Seite gerade schon diese Dinger gesehen. Ja, und dann auf jeden Fall da, wo es rausgeht, da ist dann der rote Stein. Der war einfach da, ich weiß nicht wieso. Aber ja, es gibt hier so ein Minikit, was sich über den Anfang erstreckt, aber bis hinten hingeht sozusagen. Hier müsst ihr einfach die Tische zusammenstellen. Dann in diesem Gebiet mit den zwei, mit den zwei Aufzügen. Einfach die linken benutzen, dann alle Bäume zerstören und aus den rechten beiden könnt ihr ein Minikit gewinnen sozusagen. Ja, dann mit dem Sturmtruppler. Da ist gleich hinter der Eingang sozusagen dann Minikit. Dann, wenn ihr draußen seid aus diesem Gebäude, könnt ihr euch ein weiteres Minikit kurz vor, bevor ihr wieder reingeht, sichern. Genau, und dieses Minikit hier, das erstreckt sich halt über den Zeitraum, bevor ihr rausgeht. Aber das letzte Teil ist erst, nachdem ihr rausgegangen seid. Deswegen habe ich das an dieser Stelle erst reingeschnitten. Ihr seht dieses Minikit offensichtlich und ihr könnt, glaube ich, auch nochmal zurückgehen, wenn ihr eins vergessen habt. Das ist nicht so schlimm. Also ihr seht das relativ offensichtlich, sage ich mal. Genau. Dann kurz vor Ende müsste das sein, ist auf jeden Fall nochmal eine Vader-Tür, beziehungsweise, ja, was durch Vader gesichert. Hier gibt es auch wieder relativ viele doppelte Punkte gezogen, glaube ich. Aber ich habe, glaube ich, den wahren Jedi hier nicht bekommen. Genau, dann kurz vor Ende ist einfach auf dem Falken drauf. Minikit-Detektor gibt es als roten Stein, braucht das ganze Spiel über nicht. Wenn ihr wollt, könnt ihr es aktivieren. Wird euch Pfeile angezeigt. Die war hier, wie gesagt, für mich ein bisschen schwieriger, aber man kann es schaffen im zweiten Anlauf. Ich habe dann, glaube ich, hier im zweiten Anlauf sechsfache Punktzahl oder sowas freigeschaltet. Dadurch, dass wir das ja schon hatten, habe ich dann einfach genommen. Genau. Und damit solltet ihr alle Minikits im fünften Film haben. Noch nicht ganz 100%, dazu gehören noch die Bonus-Level, aber die kommen nach den Minikit-Parts. Genau. Es gibt noch zwei goldene Steine natürlich. Genau. Hier hatte ich Probleme mit dem wahren Jedi. Aber an sich haben wir hier sonst erstmal so gut wie 100%, bis auf die Bonus-Level. Hier nochmal der Beweis und ich sage Tschüssikowski, euer FlossTV, möge die Macht mit euch sein. Bye bye.